Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, beim letzten Mal habe ich ja noch einen Auftrag von meiner Frau bekommen. Und den wollen wir jetzt mal erfüllen. Außerdem ist hier die Nebelwacht. Und ich glaube, da hat uns letztens die gute Frau hingeschickt, die wir da getroffen hatten. Wisst ihr noch? Alter, das ist ein Monster. Und die steht da einfach. Oh, ich hasse Spinnen, ne? Ich hasse sie wirklich. Dann auch noch in diesem Nebel, ne? Boah. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal Festung am Moll. Wer sich erinnert, Gronkh hatte damals rausbekommen, wie gut sein Bogen ist und direkt am Eingang den Questgeber umgeballert. Ach, Nebelwacht ist das. Wie komme ich denn auf Festung am Moll? Dann unsterblichen Geist, ne? Guten Tag. Ihr hättet nie herkommen sollen. Na, da kriegst du direkt. Komm. Los, los, weiter. Ach, das ist halt doch langweilig. Lebt jemand unter den Toten? Ja. Na komm, Schätzchen, hau rein. Jetzt bezahlt ihr. Sehr schön. Die Weißen sollen euch holen. Mögen euch die Götter verdammen. Jetzt kommt Feier. Die ist da vorne fertig mit deinem Kollegen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Euer Ende ist nah. Na komm. Die haut dir aufs Maul. Ach, Freya, hast du die Ziege umgebracht? Na, hier ist niemand. Ja. Sag mal, ich weiß, da ist er. So gesagt, ich weiß so ganz genau, hier waren zwei Mann. So, dass ich den Questgeber umballer. Kann mir natürlich mit dem Schild nicht passieren, ne? Aber ich glaube, zu Gronkh seiner Verteidigung, muss ich sagen, ist mir auch schon mal passiert. Allerdings ist mir mein Fehler sofort aufgefallen und ich habe neu geladen. Ihm ist das ja erst nach
Wer weiß, wie vielen Wochen aufgefallen. Jut, 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 jut. Dieser Nebel, ne? Ach so, und wir hatten ja bei Maven Schwarzdorn dieses schwarze Sakrament gefunden, ne? Ich hatte gerade die Folge hochgeladen und mir... Ich werde ja andauernd von so Assassinen belästigt. Und Maven hat sich ja in dem Brief aufgeregt, dass ihr Auftrag einfach nicht erfüllt wird. Ich vermute, Maven will mich umbringen lassen. Stendard zeigt Gnade. Ihr gehört nicht zu ihnen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Was kann ich tun? Es geht um meine Frau, Fiola. Ich glaube, sie wird in diesem Turm gefangen gehalten. Aha. Komm runter. Sagt mir, was passiert ist. Es tut mir leid, es ist nur... Ihr habt recht. Bitte, lasst mich erklären. Fiola, meine Frau, hat den Hof wegen einiger Besorgungen verlassen und kam nie zurück. Ich suche nun schon seit Monaten nach ihr. Aha. Ich habe das Gerücht gehört, dass diese Banditen für ihre Gefangenen Lösegeld fordern. Okay. Also dachte ich, sie ist vielleicht hier. Ich konnte mich an den Wachen vorbeischleichen und habe es bis hierher geschafft. Aber ich glaube nicht, dass ich noch weiterkomme. Ich bin kein Krieger. Bitte könnt ihr nach ihr suchen. Seid ihr sicher, dass sie hier festgehalten wird? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Aber ich habe überall nach ihr gesucht. Und die Entführungen begannen hier ungefähr zu der Zeit, als auch sie verschwand. Ich kann nur hoffen. Gut, ich werde nach ihr suchen. Hab Dank. Ich bin zwar nicht reich, aber ich kann euch für eure Mühen ein paar Münzen geben. Eine der Wachen hat diesen Schlüssel fallen lassen, während ich mich versteckt hatte. Ich wette, er wird euch noch sehr nützlich sein. Bitte, beeilt euch. Super. So, und Gronkh sagt, der sieht genauso aus. Solange ihr nicht herausgefunden habt, ob Fiola hier ist, haben wir nichts zu bereden. Wie einer von den Banditen. Also ich finde, der sieht aus wie ein Bauer. So. Christa, und werd mal nicht frech, ne? Solange ihr nicht herausgefunden habt, ob Fiola hier ist, du kannst froh sein. Andere Drachenblüter ballern dir einen Pfeil in die Brust, bevor du überhaupt ein Wort sagen kannst. Fasanenbrust, ne? Ist ja lecker. Ist ja lecker. Was war das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was? Hier drüben! Ah, oh, bist du doof? Das gibt's nicht. Junge Frau. Die Weißen sollen euch holen. Zack, ist die Seele weg. Du mir mit Feuerbälle kommst. Danke sehr, Freya.
verzauberter Helm. Nimm ihn mit. Gift. Trollfett nehmen wir auch, ne? Meister. Mann. Ja, draußen stürmt es, also bei mir draußen. Der Sturm zieht gerade bei uns durch. Gibt's nichts Schöneres als hier ein bisschen Skyrim. Auch noch eine Truhe hier. Danke sehr. Was war das? Hier drüben. Was? Ja. Bei ihr. Komm. Ich werde nicht bezahlt. Das war gar nichts. Ich ziehe euch bei lebendigem Leib die Haut ab. Na komm! Blitzt zu dich weg. Ich habe hier eine echte Killertruppe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Also wie gesagt, ich habe hier den unsterblichen Geist. Den habe ich so ziemlich am Anfang gefunden. Der ist schon echt ein super Typ zum Beschwören. Notiz. Die Dame, die wir uns am Fluss geschnappt haben, erwies sich als kratzbürstig. Burbak dachte, er könnte ihr etwas Respekt einbläuen, aber anscheinend ist er zu grob vorgegangen. Es wird dem Boss nicht gefallen, wenn sie das erfährt. Ah, der Boss ist eine Sie. Ja. Ich werde nicht scheitern. Du lebst ja immer noch. Komm, 12 Level habe ich noch mit dem Schild. Und? Euch das? Ja! Bin ich gut. 11 Level noch.
Jetzt macht sie dich fertig. Ich danke euch für euren Schutz. Und wie sie dich fertig macht, ne? Ich muss mal wieder. Warum ich den Lederhelm jetzt mitgenommen habe, ich weiß es nicht. Also ich hab ich Bock drauf. Offiziersdinger. Also, Schneebuckel, wer seid ihr und was macht ihr in meinem Turm? Bleib ruhig, Frau. Ich bin hier wegen Fiola. Fiola? Woher kennt ihr diesen Namen? Ihr Ehemann hat mich geschickt. Wo ist sie? Christa? Er ist hier? Wartet, kennt ihr ihn? Der Idiot ist mein Ehemann. Ich bin Fiola. Oder war es früher einmal. Versteht ihr denn nicht? Ich habe den alten Sack verlassen, bin nach Himmelsrand heimgekehrt und habe dieses räuberische Lumpenpack gefunden. Hat nicht lange gedauert, bis ich den Haufen auf Trab gebracht hatte. Jetzt will jede arbeitslose Klinge von hier bis Winterhelm bei mir anheuern, um auch ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Was für eine Geschichte. Und sie ist noch nicht zu Ende. Ich sterbe lieber, bevor ich zurückkehre. Was soll ich Christa sagen? Ich weiß nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Sack mir so weit folgen würde. Werdet ihn einfach los. Aber bringt ihn nicht um. Ich hasse den Kerl nicht. Ich will lediglich, dass er auf seinen Bauernhof zurückkehrt und mich vergisst. Ich versuch's. Hier, nehmt meinen Ehering. Nur Stun weiß, weshalb ich ihn so lange behalten habe. Er wird ihn wiedererkennen. Erzählt ihm irgendetwas, das ihn zur Abreise bewegt. Der Ring ist wertvoll. Behaltet ihn als Dank dafür, dass ihr mich von den letzten Fesseln eines unerwünschten Schicksals befreit habt. Ja, jeder sollte sein Glück suchen. Tut mir nur leid, Fiola, ne? Also, ich muss alles hier mitnehmen, ne? Was hier an Wert rumliegt. Hier zum Beispiel dieser Kürbis. Hey, was hast du hier noch? Guck mal hier, Streitaxt des Donnerkeils. Orkischen Kriegshammer. Wolfskönigin. Jut, jut, jut. Ja, tut mir auch leid, aber musst du eine neue Crew aufbauen, ne? Ich hatte nicht damit gerechnet, euch wiederzusehen. Was ist aus meinem geliebten Gatten geworden? Ja, wer sind wir, ne? Dass wir eine Frau bei der Verwirklichung ihrer Träume aufhalten wollen, ne? Aber ihre Männer, die haben uns attackiert. Da kenne ich nichts.
Sie hat ja wenigstens vernünftig mit uns geredet. Mann, 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 dieses Wetter, ne? Boah, der schimmlig wird, ne? Christa, alten Wemser. Welche Neuigkeiten? Warum ist Fiola nicht bei euch? Sie ist tot, aber ich habe das hier gefunden. Das gab ich ihr an unserem Hochzeitstag. Oh, Göttliche, steht mir bei. Es ist wahr, oder? Es tut mir leid. Behaltet den Ring. Ich kann diese Last in meinem Herzen nicht ertragen. Und ich muss meine Reise nun allein antreten. Ganz genau. Danke, dass ihr... Danke. Ich werde euch finden, Fiola! Nee, du würde ich dir nicht empfehlen. Ich dachte schon. Geh mal wieder nach Hause. So. Dann mal weiter im Nebel. Da müssen wir hin. Bah. Wie spät ist das? 8 Uhr abends. Da ist er wieder. Nachts und dann nur noch im Nebel. Ist schon krass, was der für eine Stimmung macht, der Nebel, ne? Da wird der echt so ein bisschen unwohl. Ach, guck an. Die Nacht kommt raus. Dann geht's ja. Richtig? Also ungefähr. Da vorne ist das. Wow. Fetter Mond. Hier müssen wir hoch. Dann wollen wir das tun. Einfach nur schön. Kleiner Skiver. Noch weiter hoch. Tja, wie gehen wir da am besten? Schiffe. Querfeld ein ist, glaube ich, nicht so die gute Idee, ne? Wie weit ist denn das noch weg? Na komm, wir gucken, ob hier irgendwo ein Weg hochführt.
Hier gibt's sogar noch Erz. Echt scheißegal, welches Wetter das ist. Skyrim ist einfach nur geil. Rheinquellensee. Die Jäger. Wo muss ich denn hier hin? Aha. Jut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon mal jemals hier gewesen bin. Troll. Weil ich kenne den. Was? Ich sehe ja eigentlich nur hier als See. Dass es hier noch eine Höhle gibt, wusste ich gar nicht. Komm. Hau rin. Hier gibt's wohl keine Angelstelle, aber ich habe da was schwimmen sehen. Das schnapp ich mir natürlich, ne? Und wenn ich mit der Hände da rein muss. Da ist er. Aber ist, glaube ich, ein düster Fisch, ne? Ja. Egal, Düsterfische sind jetzt auch nicht so. Schwimmt noch was hier rum? Nicht wirklich, ne? Oh, was ist das für ein Bogen? Bow of the Hunt. Ich war hier wirklich noch nie. Hm? Und keine Quest früher, die getriggert wird. Einfach nur Bow of the Hunt. Zwergensachen müssen wir mitnehmen. Wir haben so viel Zwergenmetall, das wäre sträflich.
Aber mal im Ernst, ne? Wer gibt denn Ayela so einen Auftrag? Zackelbumm. Haben wir das. Jo, das war's aber dann auch. Jetzt. So. Und da ich keine Lust habe, wieder irgendwelchen Zombies in die Arme zu laufen, reisen wir direkt nach Windhelm. So, was haben wir denn hier noch? Wer war doch noch? Das wäre natürlich vielleicht einfacher tagsüber, aber scheiß der Hund da drauf. Nur hier den die Bauernmarkt. Ach Gott, wer kommt denn da? Ihr stellt euch, wenn ihr es wünscht. Was willst du? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Lies die Notiz des Piraten. Aha, die Ruhelosen geht weiter, oder wie? Notiz des Piraten. Es heißt, ein Pirat sei auf dem Meer zu Hause. Doch auf dem Grunde des Ozeans kann man nicht atmen, geschweige denn leben. Aber angeblich habt ihr ein schönes Schiff auf einer Insel weit von der Küste gefunden. Wenn ihr damit nicht aufs offene Meer fahren könnt, gibt es vielleicht ein gutes Zuhause ab. Nur ein kleiner Ratschlag einer geht nicht weiter. Schade. Irgendeine Quest getriggert. Beanspruche die Totenschreck. Gut, das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Meister. Vielleicht sollte ich vorher mal einmal hier speichern. Hoppa. Falsche Richtung. Mann, welche Richtung denn? Aha, da. Schitte. Seht ihr aber, das sind generische Quests von der Diebesgilde. Aber die bringen natürlich was für... Gold mitnehmen darf, nehme ich ja doch mit. Ich gestohlen ist, ne? Die bringen natürlich gut EP für eure Diebesfertigkeiten, ne? Es ist schön, ich folge euch wie euer Schatten. Das freut mich so sehr, Freya. Kannst du dir gar nicht vorstellen. So, was haben wir denn sonst noch hier? Ach, ich muss noch mal
zurückreportieren hier? Ach Gott. Na gut. Dann machen wir das auch noch mal eben. Wo bin ich hier? Die schicken mich da kreuz und quer durch den Scheiß. Bau hier. Ich muss erst runter, Christa Bescheid geben. Dann muss ich wieder hoch und der Fiona auch noch mal Bescheid geben. Sachen gibt's, ne? Jut. Aber macht man nicht alles, ne? Dafür, dass die Frau ihr Leben so leben kann, wie sie möchte. Bis sie mich angreift, dann gibt das ein vor die Nuss. Ich hab gedacht, ist hier Schicht im Schacht. Sagst du, Christa, die Alte ist tot und dann ist das gut. Arschlecken. Musst du wieder hoch den Turm. Und jetzt, Spiel, kannst du dir auch diese unheilvolle Musik sparen. Fiona. Oh, ihr seid es. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr ganz alleine damit klarkommt. Seid ihr Christa losgeworden? Er wird euch nicht mehr belästigen. Wie habt... Nein, vergesst es. Ich will es gar nicht wissen. Ich bin den kleinen Mann los, das ist alles, was zählt. Ich stehe in eurer Schuld und ich werde sie begleichen. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Doch für heute lebt wohl. Und vielen Dank. Jut. Dann haben wir das. Hier ist aber echt immer neblig, ne? So. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal. Beanspruchen wir die Totenschreck. Aber... An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was.